Das Team eines großen Softwareherstellers hat uns innerhalb ihrer Windows Experience Tour zu einer Präsentation eingeladen. Wir sind der Einladung gerne gefolgt, um uns über die neuesten technischen Begleiter für jede Lebenslage zu informieren. Herr Nitschke, weshalb sind Sie gerade hier in Berlin? Microsoft und Windows sind hier in Berlin, um die neuesten Geräte und die Vielfalt an Windows-Geräten vorzustellen. Und weshalb sollte man sich, wenn man daran Interesse hat, ein Windows-Gerät anschaffen? Es liegt einfach daran, dass wir Geräte in allen Preisklassen haben und man kann unheimlich viel mit diesen Geräten tun. Einmal auf der Produktivitätsseite, sowohl als auch im Entertainment-Bereich, mal einen Film gucken, mal Bilder ansehen und solche Sachen. Welche PCs und Laptops sind gerade in und welche sollte man ins Auge fassen, wenn man sich so ein Gerät anschaffen möchte? Das Schöne an den neuen Geräten ist, dass sie verschiedene Funktionen miteinander verbinden. Das heißt, das hier zum Beispiel, das sieht aus wie ein ganz normaler Laptop, den kann ich aufklappen und habe dann Tastatur und Bildschirm, so wie ich es gewohnt bin. Aber ich kann hier die Tastatur entriegeln und habe dann ein Tablet, mit dem ich auf dem Sofa zum Beispiel surfen kann. Das heißt, ich habe jetzt zwei Geräte in einem, die ich benutzen kann. Da gibt es viele verschiedene Modelle und das macht es halt eben sehr interessant, weil ich das überall mit hinnehmen kann, wo ich will. Aber wenn ich was arbeiten will, wenn ich produktiv sein will, kann ich auch wieder einen Laptop draus machen. Was kann man denn Neues und Spezielles mit den Geräten anfangen? Es gibt viele neue Funktionen, die man benutzen kann. Was ich am cleversten finde, ist, dass es jetzt PCs gibt mit einem Stift. Aha. Der richtig funktioniert wie ein Kugelschreiber. Ich drücke hier drauf, so als ob ich die Kugelschreibermine ausfahre. Und dann geht hier automatisch eine Notiz auf. Dann kann ich hier malen. Und wenn ich wieder auf den Stift drauf drücke, dann verschwindet die Notiz, wird automatisch gespeichert. Das heißt, das bedient sich gar nicht mehr wie ein Computer, sondern wenn ich Notizen machen will, ist das einfach ein digitaler Notizblock mit einem Stift. Was es Neues bei der Xbox gibt, das sagt uns nun Sarah Weisberg. Eine neue schöne Funktion der Xbox ist die neue Skype-App. Man kann, wie man es gewöhnt ist, über den Laptop, über den PC Skype nutzen, aber jetzt auch auf der Xbox. Wenn man zum Beispiel gerade ein Videospiel spielt auf der Xbox, kann man seine Freunde in einem Sprachanruf oder Videoanruf oder auch mit Sofortnachrichten dazuschalten und gemeinsam darüber sprechen. Christina Rothe berichtet uns nun, was man alles mit der neuen Smartwatch anfangen kann. Das ist ein intelligentes Fitnessarmband mit sogenannter Smartwatch-Funktion. Man sieht es hier übrigens sehr schön gerade im Bild. Ich habe eine Vorschau von meiner E-Mail gerade bekommen. Das ist super praktisch. Aber was ich natürlich eigentlich damit machen kann, ist, ich kann damit trainieren, ich kann damit meinen Puls im Blick behalten, ich kann entweder laufen gehen und einfach nur die Zeit messen lassen. Aber wenn ich mich jetzt auf einen Marathon vorbereiten möchte oder einfach nur ein bisschen Speck abbauen möchte, dann kann ich mir einen Fitnessplan runterladen und kann ihn auf dieser Armbanduhr starten und kann mich dann durch ein Training durchleiten lassen, ohne dass ich das Handy dabei haben muss. Das heißt, jetzt und ist das halt für zum Lauftraining gedacht, diese Applikation, die Sie gerade ansprachen? Ich kann damit ein Lauftraining machen, aber ich kann damit auch mit meinem eigenen Körpergewicht trainieren oder meine Kraft aufbauen. Was kann die Uhr noch? Ich kann damit zum Beispiel dafür sorgen, dass mein Handy jemanden anruft. Oder wenn ich jetzt zu irgendeinem Termin muss, dann zeigt mir die Uhr mittels der sogenannten Cortana-Funktion an, wann ich losfahren muss oder wie weit es bis dahin ist mit dem aktuellen Verkehrsaufkommen. Es zeigt die aktuellen Nachrichten an. Das kann ich aber auch personalisieren, ob ich jetzt E-Mails dort haben möchte oder nicht. Seien wir also gespannt, ob sich die Uhr durchsetzen wird oder ob sie nur eine Spielerei für Technikbegeisterte ist. Wenn die meisten Hersteller von Unterhaltungselektronik richtig liegen, dann wird man bestimmt sicher noch in diesem Jahr viele davon unter dem Tannenbaum liegen sehen.